Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Episode von Olli fährt. Heute geht es um das Motorradcamping. Ich hatte ja in einem vorherigen Video schon mal angesprochen, dieses Jahr wollte ich ja ein bisschen Motorradtouren, kleinere Touren dann auch mit Übernachtung auf dem Campingplatz machen. Und dafür habe ich mir jetzt überlegt, mal einen Testlauf zu machen, der mich in den Thüringer Wald geführt hat. Aber erstmal musste ich nochmal wieder nach Hause fahren, weil ich mein Portemonnaie vergessen hatte. Ja, das war nun mal leider so. Aber nichtsdestotrotz konnte ich mich dann auf den Weg machen. Und los geht's natürlich wie immer nach dem Intro. Jo, also nachdem ich dann mein Portemonnaie eingesteckt hatte und nochmal in mich gegangen bin, um zu schauen, ob ich dann noch alle benötigten Unterlagen habe, ging es dann bei schönstem Sonnenschein los, lockere 3,5 Stunden. Es ist zu dem Zeitpunkt Mitte März gewesen und ja, da bin ich dann auch schon angekommen am Ende meines Arbeitstages und begebe mich dann am hohen Wartestausee zu dem Campground. Dieser Campingplatz dort ist das ganze Jahr geöffnet. Der andere Campingplatz, wo ich eigentlich ein bisschen dichter dran gewesen wäre, der war leider erst ab Ostern geöffnet, macht aber nichts. Waren jetzt halt dann ungefähr 20 Minuten Fahrt nochmal um den See herum. Das macht ja in Thüringen da sowieso immer sehr viel Laune mit den Straßen und hier rechts durch die Bäume schimmern, seht ihr dann die Talsperre mit dem entsprechenden Kraftwerksanlagen darunter. Ja, dann fahren wir erstmal jetzt ganz gemütlich Richtung Campingplatz. Ich habe natürlich dankenswerterweise über mein Leben einiges an Camping-Equipment angesammelt. Das ist also nicht das erste Mal, dass ich campen gehe. Und ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, was ich denn hier überhaupt an Material für das Camping aus dem Schuppen gezogen habe. Da haben wir hier zuallererst einmal auf der linken Seite eine selbst aufblasbare Isomatte. Das ist recht praktisch, hat allerdings einen Nachteil, und zwar das relativ große Packvolumen. Dann habe ich hier ein normales Kuppelzelt für 2 Personen. Für oben drüber nochmal einen alten US Army Biwaksack. Wenn es wirklich mal richtig kalt wird, kann man den noch zusätzlich drüber ziehen. Dann will man natürlich ja auch was essen, also habe ich vorsichtshalber mal meinen alten Speedkocher eingepackt und mir dafür extra nochmal neue Trockenbrennstofftabletten besorgt. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, keine Ahnung wie gut die sind.
Dann habe ich leider mein altes BW-Besteck nicht gefunden. Aber das Schweizer Taschenmesser muss natürlich dabei sein. Mein Multitool, eine Taschenlampe und natürlich noch ein etwas größeres Taschenmesser, mit dem man dann auch ein bisschen Fleisch und sowas schneiden kann. Ja, ich habe so einen Deckenschlafsack, nennt sich das. Das ist also kein Mumienschlafsack, sondern den kann man so auch komplett aufmachen, dann nur als Decke benutzen. Und weil es halt noch ein bisschen kälter war, hier diesen kleinen sogenannten Hüttenschlafsack. Das war jetzt auch das Einzige, was ich neu irgendwie besorgt habe. Die Dinger kosten so 20 Euro und die gibt es halt bei eBay. Ja, und hier seht ihr mal kurz meine bisherige Camping-Erfahrung, die also über die Pfadfinder, Bundeswehr bis hin zum Mittelalter-Reenactment reicht. Und hier habe ich im Garten vorher am Wochenende mal das Zeltprobe aufgebaut. Ich wusste ja nicht, ob das noch heil ist, ob noch alle Teile da sind. Lag halt jetzt längere Zeit im Schuppen. Den Aufbau kann man relativ einfach auch alleine bewerkstelligen. Zwei so eine Stangen zusammenstecken, unten mit ein paar Heringen und dann ein Überzelt drüber werfen. Und wenn es ein bisschen mehr Wind ist, sollte man dann halt auch noch ein paar Heringe unten in die Befestigung mehr reinstecken. Ansonsten hat man dann eine Liegefläche von ungefähr 2,30 m mal 2 Meter. Also eine Innenfläche von 2,30 m mal 2 Meter. Und die brauche ich ja auch. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir vielleicht so ein Biwakzelt zulege. Aber ich habe dann davon erstmal Abstand genommen, weil in so einem Biwakzelt, also da kann man ja wirklich dann nur drinnen liegen. Da kann man ja sonst gar nichts weiter drin machen. Und wenn das Wetter doch mal schlechter ist und man mal eine Weile in diesem Zelt sich auch außer zum Schlafen aufhalten muss, dann ist es schon ein bisschen bequemer, praktischer und angenehmer, wenn man da halt ein bisschen größere Grundfläche hat. Vom Packmaß her nehmen die sich dann auch nicht so viel, sind halt dann entsprechend kürzer, aber ihr habt ja vorhin die graue Tasche gesehen, die wasserdicht ist, da kann man das ganze Equipment dann in einem unterbringen und dann passt das auch hinten einfach aufs Motorrad draufgeschnallt und dann kann die wilde Fahrt schon losgehen. Ja, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen zeitgerafft. Ganz so schnell war ich dann doch nicht beim Aufbau, aber wenn man erstmal wieder weiß, wie es geht, ist das Ding eigentlich so innerhalb von 10 Minuten aufgebaut. Es hat halt hier dann nochmal eine Innentür und dahinter nochmal so ein Moskitonetz, was man dann auch hochrollen und befestigen kann. Wie man sieht, ist dieses dunkle Plastik an der Seite ein bisschen hochgezogen. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man sowas da dran hat, falls das Wasser dann doch mal höher steigt oder man in einer Kuhle gebaut hat oder so, dass einem das dann durch das dünnere Material nicht einfach durchläuft. Da solltet ihr euch, wenn ihr euch sowas neu anschafft, halt vielleicht einfach mal im Fachgeschäft dann beraten lassen. Genauso, wenn es um die Anschaffung von Schlafsäcken und Isomatten geht, da kann man also sicherlich, muss man da nicht das teuerste kaufen, aber man sollte vielleicht auch nicht das günstigste nehmen, denn sonst kauft man wieder zweimal und das muss man ja auch nicht haben. Ja, der kleine Hüttenschlafsack, der kommt natürlich dann noch mit nach innen, ist noch mal so ein bisschen zur Wärmeisolierung. Das Experiment dann, das Schlafexperiment im eigenen Garten, habe ich dann bei minus 2 Grad dann aber doch abgebrochen. Denn wie ihr hier seht, hatte ich eine grüne Matte genommen, die war dann aber leider nicht mehr so, die hat die Luft nicht mehr so gehalten. Die rote hatte ich dann nochmal ausprobiert und die hatte ich dann auch mit auf die Tour genommen. Die Dinger verschleißen natürlich über die Jahre auch. Und ich weiß gar nicht, wie lange die schon bei mir im Einsatz sind, 10 Jahre bestimmt. So, hier haben wir dann nochmal die Zufahrt zum Campground. Ich musste mir da auch gar nicht selber was kochen, denn da gab es ein Restaurant, was geöffnet hatte.
Da habe ich dann mein Abendbrot zu mir genommen. Ich hätte sogar für den nächsten Tag Brötchen bestellen können. Aber ich wollte da jetzt wegen einer Übernachtung nicht so ein großes Aufhebens machen. Mal gucken, wenn ich nächstes Mal dorthin fahre, denn ich bin ja öfter mal dort in der Ecke zum Arbeiten, dann werde ich wahrscheinlich sogar auch Brötchen bestellen und mir dann morgens schön dort am See ein paar Kniften reinpfeifen. Wie gesagt, landschaftlich total schön gelegen, dieser Campingplatz, direkt am Wasser. Ich muss da mal gucken, ob ich beim nächsten Mal den anderen dann ausprobiere. Der hat ja dann, wenn ich das nächste Mal da bin, geöffnet. Oder ob ich hier wieder unterkomme. Mal schauen, hier links oben ist die Anmeldung. Da haben sie auch einen kleinen Laden drin. Und wir sind schon am Restaurant, sind wir schon vorbeigefahren. Da habt ihr hier den Ausblick von der Terrasse. Minigolfanlage. Ja, und da kann man dann schön den Feierabend genießen. Gibt da also auch viele Dauercamper. Da habe ich dann einen kleinen Spaziergang noch runter bis zum Wasser gemacht. Wie man sieht, geht die Sonne schon unter. Also Panorama, Ausblick, alles vorhanden. So, da steht das gute Stück oder die beiden guten Stücke. Taktisch klug in der Nähe des Klo- und Duschhäuschens. Hatte natürlich den Nachteil, dass ständig dann jemand vorbeigelatscht ist. Und das war dann der Morgen danach. Wie man sieht, doch noch etwas frisch. Aber hat der Sache keinen Abriss getan. Ich habe mich weder erkältet, noch sonst bin ich irgendwie krank geworden. Also scheint das ausrüstungstechnisch alles richtig gelaufen zu sein. Schnell das Zelt abgebaut und dann ging es ab nach Hause. Ja, dann schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Olli fährt. Ihr wisst Bescheid, dann könnt ihr sehen, wohin, mit wem, mit was Olli denn das nächste Mal fährt. Also, reingehauen, bis zum nächsten Mal.